Leonardo Bittencourt, du trittst in Papas große Fußstapfen. Sagt uns doch mal kurz, was unterscheidet euch beide als Fußballer? Ja, na, ich denke mal, mein Vater war so eher der Strafraumspieler und ich komme halt gern mal von hinten. So über die Seite, links, rechts, über die Mitte, Spiel ein bisschen aufbauen und so. Und Papa ja eher der Strafraumspieler. Das unterscheidet uns dadurch dann schon. Mit Martin Kobylanski zusammen gehört ihr zu den ganz, ganz jungen Wilden beim FC Energie Cottbus. Wie werdet ihr unterstützt bzw. gefördert? Wie kann man sich das vorstellen? Na, die Männer haben uns sofort richtig gut aufgenommen. Die haben uns unterstützt, haben gesagt, Jungs, habt keine Angst, wenn was ist, kommt zu uns, wir helfen euch. Und das macht es alles ein bisschen einfacher, ne? Wenn die Jungs gleich einen hinterstehen und sagen, gib Gas. Und ja, aber wir fühlen uns hier richtig wohl. Es macht einen riesen Spaß mit der jungen Truppe. Und